Ich bin Michael Bitschert, komme von Ilgau, bin 19 und bin im dritten Lehrjahr als Polybauer, als Abdichter. Ja, meine Lehre war bis jetzt top, sehr vielseitig, also ich durfte mit Blech arbeiten, ja, Minenausbau, Bodenlicken, Steildach, Flachdach, alles mögliche konnte ich eigentlich schon machen bei Bürglerdach. Ja, mein Beruf ist sicher sehr spannend, dass es sehr vielseitig ist, viele verschiedene Arbeiten, die man machen kann. Sei es auf dem Flachdach eine Abdichtung, also bituminös schweißen, Kunststoff schweißen, oder auf dem Steildach auch, wo ich viel arbeiten durfte, mit Ziegel oder Eternitplatten. Ja, die besonderen Chancen in meinem Beruf sind sicher, dass man sich gut weiterbilden lassen kann. Dass man innerhalb eines Jahres haben wir eine Lehre gemacht, in der zweiten Fachrichtung kann machen. Das heisst, innerhalb eines Jahres kann man noch gerade Steildachlehre, Geräuschbauer, Sonnenschutz oder man kann auch Fassadenbauer lehren. Das alles innerhalb eines Jahres. In 3 bis 5 Jahren werde ich sicher eine zweite Lehre anhängen als Steildach. Noch eventuell weiterbilden lassen. Zum Beispiel als Polier oder so etwas. Das nehme ich mir dann vorzuhören. Im ersten Jahr lehrt der Lehrling eigentlich eine Grundausbildung, das heisst alles ein bisschen über Steildach, Flachdach, Fassadenbau, Geräuschbau und ein bisschen was alles mit Solar anbelangt. Und dann wird er gegen Ende lehrt oder sich dann spezialisieren auf eine von diesen Fachrichtungen. Das heisst entweder Steildachbau, Fassadenbau, Geräuschbau oder eher Flachdachbau. Etwas von dem wird er sich dann auch spezialisieren. Mein Unternehmen steht für Qualität, für Vielseitigkeit. In diesem Unternehmen arbeiten Dachdecker, Spengler, Schreiner, Zimmermannen. Das ist unsere Passion, dass wir das ausführen können. Und unser Hobby, das wir schon seit Jahren haben, ist ein bisschen Bergsteigen, sehr Innovation, ein bisschen Natur, Natur pur. Das ist also eine Freude gemacht und aus dem zusammen haben wir die 2 Firmen gegründet. Ursprünglich vor 25 Jahren Bürgerdach und vor 10 Jahren Erlebnis Hilgau. Vor allem Erlebnis Hilgau, weil es schwierig ist im Winter, Arbeit zu generieren im Bereich von Steildacharbeit oder Fassaden oder Gebäudehülle grundsätzlich. Und dementsprechend ist das nicht ganz so einfach. Und die Antwort darauf ist, Winterbeschäftigung herbeizuführen mit zusätzlichen Gästeführern. Und das ist noch das Resultat, das ist Erlebnis Hilgau, die dann zusätzliche Arbeiten generieren. Und da haben wir ausgebildete Gästeführer. Also meine Dachdecker und Schreiner und so weiter sind zusätzlich ausgebildete Gästeführer, also ein wesentlicher Teil davon. Dann kann das mitunter gut möglich sein, dass die am Vormittag Spenglern oder Dachdeckern und unter Umständen am Nachmittag kann das sein, dass sie dann irgendwo eine Tour führen mit Gästen. Oder auch welcher Art auch. Das kann auch sein, dass das Unterhaltung ist, das kann ein Tour-Event sein. Im Wald draussen Schneeschuh-Touren, Bergtouren, Bergbachtouren oder irgend so etwas. Dadurch, dass ich für die beiden Firmen arbeiten kann, ist es sehr abwechslungsreich und es gibt immer irgendetwas zu tun. Bei der Planung der Reise unterstütze ich auch, wenn es irgendetwas zu organisieren gibt, sei es mit einem Reisebüro zu schauen oder mit irgendwelchen Agenturen vor Ort. Wir sind sehr flexibel, vielseitig, eben durch das, dass es 2 Firmen sind. Es geht immer etwas. So gute Ideen tun wir probieren sehr schnell umzusetzen. Wir verfügen dann auch über entsprechende Spezialkranen, die auch nicht jedes Unternehmen hat. Und wir probieren auch einzigartig zu sein im Bereich von der Renovation, im Bereich von Umbauten.